So, moin moin, wir haben Samstag, 21. April 2018. Der Akku ist gut gelaunt, wisst ihr auch warum? Ich habe das allererste Mal auf meinem Kraftsportkanal die 1 Million Minuten pro Monat Watchtime geknackt. Wisst ihr, was das heißt? Das ist so ein Ritterschlag so im YouTuber-Leben. Aktuell sind wir dort bei 1.250.000 Minuten Watchtime. Ja? Alter, du musst dir das mal reinziehen. Über 1,2 Millionen Minuten werden meine Videos dort pro Monat geschaut. Ey, das ist ein Ritterschlag. Und einige von euch sind ja auch schon darüber gegangen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da mal unbedingt draufklicken. Und das gleiche hätte ich auch gerne auf meinem World of Tanks-Kanal, Leute. Wie sieht's denn aus? Ja, und die FIBO-Videos, die sind natürlich durch die Decke gegangen, teilweise. Und ja, also wer nichts verpassen will, geht unbedingt mal rüber. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu World of Tanks. Leute, ihr wisst, die Gamescom ist ja auch im Sommer. Das heißt, kauft jetzt schon mal Tickets, ja? Denn dann könnt ihr live auf der Gamescom den besten World of Tanks-Spieler aller Zeiten im deutschsprachigen Raum live erleben. Ja? Denn ich werde auf der Gamescom mit Mailand und Mausakrobat Beef anfangen. Nein, also so Spaß-Beef, Alter. Ich werde da hingehen und Vlog drehen, so wie Mausakrobat und Mailand mich so ganz böse angucken und deren Fans. Und ja, vor lauter Labern bin ich hier jetzt irgend so ein Schrott am Zusammenspielen. Ja, alles klar. So, ich muss mal hier aufhören, so einen Quatsch zu labern, sondern anfangen mal anständig zu spielen. Damit wir auch mal. Ja, da sind Panzer ohne Ende auf, aber da schießt halt keiner drauf, weißt du? Total geil, Joa. Mama, kann unser M103 mal irgendwie sich mal moven oder was ist los mit dem? So Leute, hier, wie sieht's aus? Der World of Tanks Kanal muss die 3000 Abos knacken, Mama. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Wir müssen noch mal hier Multimillionär werden, Alter. Der Akku muss endlich mal aus seiner Bruchbude raus. Was ist denn los? Support ist kein Mord und so.
Alter, unsere Top-Tiere bewegen sich keine 2 Millimeter, ne? Stehen da in der City und tun einfach mal ja nix. Na, dann habt ihr halt Pech gehabt, ey. Der STRV, der hat mir zwei Dinger verpasst. Dem wollten wir mal kurz Hallo sagen, wa? Ja, war nix mit Rammen, wa, Kollege? Da war nichts mit Rammen, wa? Der Akku hat hier Skills drauf, du weißt gar nicht. Welcome to hell, du weißt. Ihr wisst, Jungs, Mädels, Akku ist der weltbesteste World of Tanks Spieler aller Zeiten. Da gibt's gar keine Zweifel dran. Ich habe auch ein paar Grammys und Oscars deswegen bekommen schon, ne? Ihr wisst. Und auf der Gamescom 2018, ich hoffe, sehr viele weibliche Fans irgendwie kommen und knutschen mich ab und so und machen Selfies mit uns. Und dann werde ich mir die schönste packen und heiraten. Ganz einfach. Ja, da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Genau so werde ich das machen. Ja. Bitte auch, wie soll man sagen, ne? Ich möchte auf der Gamescom, ja, jede Menge sexy Outfits von meinen weiblichen Fans, ne? Ich habe Millionen weibliche Fans, ihr wisst. Also, ich hätte gerne wirklich super schöne Ausschnitte, knallenge Leggings, knallrote Lippen. Und dann dürft ihr mich dann auch schön von links und rechts auf die Wangen küssen, ja. Da mache ich mal eine Ausnahme auf der Gamescom. Da bin ich mal großzügig. Oh ja. Was soll ich euch sagen? Was muss... Das muss. Ja. Unser E4, warum fährt der jetzt so ganz alleine nach vorne? Verstehe ich nicht. Ich muss doch erstmal den Hill aufräumen, Kollege. Ich kann da jetzt nicht zu dir. Ja, Spiel fängt an, zwei Gegner sind schon weg, einer von uns ist auch weg. Wenigstens sind zwei Artis vom Gegner weg, finde ich total geil. Mann, Junge, hör auf mich zu schieben, ich habe selber einen Motor, kann auch fahren. Ich finde es ja nett, dass der helfen will, aber dann weißt du, da wirst du beschossen und der schiebt halt immer noch und kannst nicht rückwärts fahren. Also bitte, zügelt euch, was so Schiebereien angeht. Oh ja. Oh, er hat gebrannt. Ja, deswegen ist der Hill hier ultra wichtig, denn...
Ja, deren E100 hat ja mal voll die Fail-Position da übernommen. Ja, wenn man gierig auf Damage ist, ne, Kollege? Wenn man gierig auf Damage ist, Alter, und sich dann überschlägt vor lauter eigene Leute wegschubsen und so, ne? Du elendiger Damage-Bot! Guck, einmal, zack! Oh, guck mal, wie geil der auf Damage ist mit seinem T22 Med, ey. Der schubst eigene Leute weg, ey, überschlägt sich, Junge. So ein richtig Damage-geiler Bot, Alter. Was ist los mit den Leuten, ey? Junge, Junge, ist doch nur ein Spiel. Ja, mein, mobbt's die Nette, mobbt die Früchten, du. Ja, mein, mobbt's die Nette. Kennst du? Ja. Ey, Alter, was macht der da mit seinem T22 Med? Ist der vollkommen Banane oder was? Cap or lose, sag ich nur. Cap or lose, cap or lose, cap or lose. Mann, ey, ich will direkt nächste Runde. Das Spiel ist gewonnen, Alter. Was für Damage, Alter. Ich verstehe immer diese Damage-Geilheit nicht, ey. Was ist los mit euch? Es geht um den Sieg und nicht um Damage. Also derjenige, der euch verzählt hat, irgendwie Damage ist alles in World of Tanks, der hat euch übelst verarscht. Glaubt mir. Geht um Taktik. Hier, guck, ich habe kaum Damage. Wir gewinnen das Spiel. Alles ist gut. Wir haben den Hill gewonnen. Das ist das Wichtigste. Die Gleise haben wir gewonnen. Hier, die Schlachtergasse ist eigentlich so relativ unwichtig. Also ich sag jetzt nicht komplett unwichtig, aber relativ unwichtig. Ja, so der Hill, Nummer 1, Nummer 2 die Schienen und dann so ein bisschen noch Def in der Schlachtergasse und dann passt das. So, Haus hoch gewonnen. Chili Vanilli. Ciao Kakao. Ganz einfach. Da machst du nichts, da guckst du nur, ne, Kollege? So, was nehmen wir denn? Jetzt müssen wir noch so ein Monster nehmen. Komm, ey, die FV-Runden, die gehen immer in die Hose, aber ich hoffe doch mal auf irgendeine richtig krasse Runde, Mann. Wo ich die ganzen Leute wegbamse. Au! Meine absolute Lieblingsmap, aber nicht mit diesem Panzer, weil hier kannst du kaum irgendwie... Naja, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, Leute. Ja, okay, alles klar, unser Team hört nicht zu. Ja, dementsprechend wird dieses Spiel höchstwahrscheinlich verloren gehen, wa? Ey, du fährst mir nicht vor die Kanone, Alter. Das ist nicht dein Ernst.
Wow. Alles klar. Alter, können die mal jetzt mal rüberfahren, Alter, und mich hier arbeiten lassen? Ja, hier rumcampen bringt nichts. Also ich muss mich jetzt mal für irgendeine Seite entscheiden und dahin fahren. Oh mein Gott, ey, ich muss mal immer so ein, zwei Sekunden länger aimen. Das ist ja unfassbar. Ey, warum fahren die denn hier nicht? Was ist los? Ja, das ist jetzt so eine seltsame Karte, ne? Hier, wenn die da in der Mitte nicht auftauchen so. Und ja, jetzt muss ich mal auf irgendeine Flanke fahren. Ich werde nach rechts fahren, weil da kommt das Top-Tier von denen, nämlich der 430U. Der 10er Med kommt rechts, also werde ich nach rechts fahren und den mal so ein, zwei saftige FV-Schellen verpassen. Obwohl, ey, dann kann aber der Typ mich von da oben wegschießen, so, das ist das Problem. Das muss man auf der Seite halt mitbedenken, ne, da ist immer irgendeiner oben, der schießt von da oben alles kaputt. Ah, ich fahr jetzt trotzdem vor. Bringt nichts. Ja, das ist so eine komische Map, ne, für TDs. Wenn die Gegner nicht so auf dich drauf pushen, dann kannst du auch nicht wirken, ne? So richtig. Und dann musst du vorfahren. Wenn du vorfährst und keinen Spot hast, bist du auch schnell tot, ne? Vor allen Dingen hier rechte Seite ist so ein bisschen seltsam gefährlich. Leute. Das Geilste ist, wenn du ein TD fährst und die eigenen Leute einfach die ganze Zeit vor deiner Kanone rumeiern, ey. Das ist so das geilste Gefühl überhaupt. Ich hätte den Löwen jetzt rausnehmen können, aber gut, das konnte der ja nicht wissen, dass ich hinter dem stehe, aber... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, du kannst mit so einem FV nicht vorfahren, normalerweise so, ohne Hilfe. Ja. Deswegen fahre ich mit so einem Ding auch ungern vor, weil du siehst ja, was dabei rauskommt. Meine Güte, Alter.
Ey, sag mal, könnt ihr mal fahren? Hallo, da ist ein Löwe. Nö, keine Chance. Na gut, keine besonders spannende Runde in dem Sinne. Aber auf manchen Maps bist du halt aufgeschmissen mit dem Ding. Also der RV ist nicht einfach zu spielen, ne? So ist ein sehr, sehr schwer zu spielender Panzer. Vor allen Dingen, wenn du den alleine fährst, ohne Support, ohne Heavies, ohne Spotter, ohne irgend jegliche Hilfe. Ich habe auch nicht unbedingt die beste Sichtweite hier drauf. Alter, den hätte ich jetzt aber one-shotten dürfen normalerweise, ne? Junge, beweg dich doch auch mal irgendwo hin, ey. Also ich bin enttäuscht, denn FV haben die so ganz komisch gemacht mittlerweile. Du one-shottest nichts mehr mit dem Ding. Früher hast du so einen Neuner einfach mal weggepustet mit dem Teil. Der T54 Lite wartet, bis ich spotten gehe, ne? Ist das geil? Eigentlich müsste ich den dafür wegpusten, Alter. Der steht und wartet, bis ich was spotte, ey. Das ist der Knaller. Der Knaller T54 Lite fährt nicht spotten, ey. Der wartet halt, bis ich gespottet habe. Was eine seltsame Runde, ey. Jo, Leute, nee, der FV, Alter, ohne Scheiß, wenn du keinen Support hast, ey, da kommen keine guten Runden bei rum teilweise. Aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Kanal, teilt die Videos, schreibt mir Kommentare, teilen, liken, und die Kraftsport-Videos angucken. Wir sehen uns. Tschüssikowski, bis dann. Tschüssi, bye bye. Ciao, Kakao.